Willkommen, liebe Zuschauer. 14 Tage sind vergangen, seit ein Mann in London mit seinem Wagen gezielt in Passanten auf der Westminsterbrücke gerast ist. In der Kathedrale neben dieser Brücke fand heute ein Gedenkgottesdienst für die Opfer statt. Prinz William las aus der Bibel vor. Auch Kate und Harry gehörten zu den Trauergästen. Prinz Charles und Camilla waren nicht dabei. Sie sind immer noch auf Europareise. Gestern waren sie im Vatikan und haben Papst Franziskus Bioprodukte von ihrem Landsitz in Highgrove mitgebracht. Und heute ging es für die beiden auch schon weiter nach Wien. Auch die spanischen Royals sind unterwegs. Sie sind gestern in Tokio angekommen, besuchen dort die japanische Kaiserfamilie. Und da gab es nicht nur einen Handkuss für die Kaiserin, sondern auch einen Handshake mit einem Roboter. Boris Alinovic ist ganz in seinem Element. Der Tatort-Schauspieler ist von Hamburg nach Island gesegelt. Warum er sich diesen Abenteuerurlaub gegönnt hat und wer ihn begleiten durfte, das verrät er uns gleich. Hier ist wieder Leute heute. Actionstar Vin Diesel hat gestern in Berlin seinen Film Fast and Furious 8 vorgestellt. Und auch im achten Teil geht es um heiße Schlitten und scharfe Kurven. Für Letzteres sorgte gestern auch Charlize Theron. Andere rote Teppiche, andere Stars und ganz viel Frühlingsgefühle haben wir jetzt für Sie. Bitteschön. Die deutsche Fernsehlandschaft verliert ein vertrautes Gesicht. Renate Schröter ist tot. Sie hat in vielen Serien mitgespielt, in Rosemunde Pilcher-Filmen genauso wie im Tatort. Sie wurde 77 Jahre alt. Boris Alinovic hat 13 Jahre im Berliner Tatort ermittelt und sich dann gedacht, so, bevor es am Theater weitergeht, gönne ich mir eine Auszeit. Er hat sich seinen Sohn, der gerade Abi gemacht hatte, geschnappt und hat mit ihm einen Abenteuertrip unternommen. 2 Monate auf hoher See. In Hamburg hat er uns davon erzählt. Das war schon wieder von uns. Es geht jetzt hier weiter mit der Soko Wismar. Und mehr Informationen über die Stars finden Sie auch jeden Tag auf unserer Facebook-Seite. Schauen Sie mal drauf, facebook.com/leuteheute. Einen schönen Abend und ich melde mich dann morgen wieder um 17:45 Uhr wie gewohnt. Bis dann. Tschüss.